Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Gib dem Affen Zucker. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute Filmkritiken zu Godzilla vs. Kong und Hereditary. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Montagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus live. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein geschätzter Nerdizist Michael. Ich grüße dich, hallihallo. Hallihallo. Heute machen wir was, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Wir machen in der Tat eine Filmkritik über Filme, die nicht aus dem MCU, kein Star Trek und kein Star Wars sind. Ja, dass es das noch gibt. Aber beide in der Tat in ähnlichen Genres rumhüpfen. Ja, okay, wo Hereditary jetzt in einem ähnlichen Genre rumhüpft, das musst du mir gleich mal erklären, aber das können wir machen. Naja, die beiden Filme ineinander sozusagen. Ach so, ja, die beiden Filme ineinander. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, herzlich willkommen, schöne Grüße auch an den Chat nach YouTube und auf Twitch. Ihr habt natürlich mit uns hier die Möglichkeit, heute über diese Filme zu sprechen, sofern ihr schon Gelegenheit hattet, die zu sehen. An dieser Stelle gleich mal ein Hinweis. Wir werden heute, denn sonst wäre es ein sehr kurzer Stream, spoilern. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt oder sie euch noch angucken wollt, dann, also wir werden noch mal explizit darauf hinweisen, wenn wir wirklich in Spoiler-Territorium kommen. Aber seid gewarnt, es könnte zu Spoilern kommen. Und Michael, normalerweise, ja, habe ich ja gerade am Anfang gesagt, ist es eigentlich Usus, dass wir viel mehr Filmkritiken machen. Kam noch nicht mehr so lange vor, weil aus Gründen. Aber normalerweise, wenn wir Filmkritiken machen, was besprechen wir denn so und was könnte man sonst noch so von uns hören? Ja, was besprechen wir denn sonst so? Normalerweise das, was so aktuell ist. Wir gehen ja gerne ins Kino, vor allen Dingen Pressevorführungen, wo die Säle für uns leer sind. Die Säle bleiben aber auch so gerade leer, weil einfach nichts im Kino läuft. Es ist schlecht, wer sich trotzdem so alte Filme anhören möchte bei uns, was wir so besprochen haben, der kann einfach auf nerdizismus.de gehen. Denn da gibt es alle unsere mittlerweile über 200 Episoden von unseren diversen Podcasts. Und die ganzen Filme findet ihr meist in unserer Hauptreihe, und zwar Nerdizismus, wo wir auch heraus entstanden sind. Und wir machen ja nicht nur Track-Nerds, wir machen ja nicht nur Hero-Nerds, wir machen ja alles Mögliche. Und weil wir alles Mögliche machen, könnt ihr auch auf alles Mögliche reagieren. Gerne an die info@nerdizismus.de, an die WhatsApp-Adresse, an die WhatsApp-Nummer 01525-964-7709 oder gerne immer dabei in unserem Discord, nerdizismus.de/Discord. So, jetzt haben wir's und da findet ihr uns auch gerne immer wieder. Ja, und dieser Discord, den kann ich euch wirklich wärmstens nur empfehlen. Da habt ihr den, ich sag mal, den unmittelbarsten und den direktesten Draht sozusagen hier live ins Nerdstudio. Und auf Twitter ist übrigens auch immer eine gute Sache, uns zu folgen. Da läuft aktuell noch eine kleine Umfrage. Sie läuft noch für ungefähr 20 Stunden. Da wollen wir nämlich von euch wissen, ob wir hier im Livestream eigentlich auch mal wieder quizzen sollen. Wir haben ja früher für die German Comic Con immer gerne mal gequizzt. Da übrigens sind wir auch. Das ist nicht eingeschlafen, das Projekt, sondern wir haben viele Dinge in 2020 da gelernt und wollen es jetzt für 2020 da mal ein bisschen überarbeiten. Da kommt also noch was. Nichtsdestotrotz, wenn ihr also mal wieder Bock habt, ob wir vielleicht quizzen sollen, dann lasst uns doch das mal auf Twitter mit der Abstimmung wissen. Das wäre natürlich dann recht hilfreich. So, würde ich mal sagen, Michael, fange mal an, ne? Jo. Ja? Und dann machen wir mit dem No-Brainer, fangen wir an. Nämlich mit dem, wo man am wenigsten nachdenken muss, weil dieser Film ja nicht mehr ansatzweise zum Nachdenken anregt, aber trotzdem bewegt. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz in den Trailer rein. Das ist unsere einzige Chance. Wir müssen sie ergreifen.
Sie ist die Einzige, mit der er kommunizieren wird. Ich weiß, dass sie etwas verbindet. Sie konnte nirgendwo hin, also habe ich versprochen, sie zu beschützen. Und ich denke, in gewisser Weise hat Kong das Gleiche getan. Gekickt worden. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Na, jetzt sehen wir wieder mehr. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht. Die Mythen sind wahr. Es gab einen Krieg. Und sie sind die letzten Überlebenden. Wer beugt sich wem? Kong beugt sich niemandem. Okay, das war also der Trailer zu Godzilla vs. Kong. Und wenn ich jetzt den so geguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es reicht, wenn ihr den Trailer guckt, da ist alles drin. Ich bin gerade völlig baff. Ja, ich habe ja gesagt, es bewegt. Es wird vor allen Dingen viel an Erde bewegt in diesem Film. Ja, nee, es wird eigentlich am meisten eher von dem Anfang des Films gezeigt. Gar nicht mal so viel von dem Mittelteil. Also Anfang und ein bisschen vom Ende, würde ich so sagen. Auch hier nochmal kurz der Hinweis, wir haben es eben gesagt, wir spoilern bis zum geht nicht mehr. Bei diesem Film gibt es jetzt hier nicht wirklich viel zu spoilern, aber wer in diesem Monsterverse, was da geschaffen wurde, noch nicht hinterhergekommen ist und das doch möchte, der kann jetzt für die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde gerne seine... die Finger in die Ohren stecken. Nein. Ja, Michael, klär uns mal ein bisschen auf, was es mit dem Monsterverse-Juni aufhört. Es ist ja, wenn man ehrlich gesagt will, es ist ja das zweite Monster-Universe. Das erste mit den klassischen Filmmonstern, das ist ja leider... Ganz ehrlich, ich finde wirklich leider ein Rohrkrepierer geworden, weil ich glaube, da hätte man echt was draus machen können. Und das ist ja ein anderes Monster-Universe, wo wir eher so in die Höhe gehen. Ja, das wurde, wann war der erste Godzilla, rausgekommen? So um die 2014 wurde ein neuer Godzilla aus der Taufe gehoben. Ich erinnere mich noch gut an den 1998er Film, das auch ein Versuch war vom amerikanischen Godzilla wieder im amerikanischen Videokino wieder zu beleben. Nee, jetzt haben sie es wieder versucht, 2014, diesmal in einem sehr ernsten Umfeld, wirklich wieder ernst war der erste Film. Der war dann relativ erfolgreich, auch wenn die Kritiken nicht so wunderbar waren, hat dann dazu geführt, dass die doch irgendwie dazu übergegangen sind. Ja, war erfolgreich, deshalb macht Warner Brothers mal den nächsten Film gerne. Der nächste Film wurde angekündigt, das war dann Kong Skull Island. Den haben wir sogar, glaube ich, im Cast damals besprochen. Ja, genau, richtig. Soweit ich in Erinnerung habe. Der war auch erfolgreich, also hat man sich gedacht, boah, geil, haben wir ein geiles Monster-Universe geschaffen. Machen wir direkt mal weiter mit Godzilla King of Monsters und dann fulminant endet das alles in diesem Finale und zwar Kong versus Godzilla, Godzilla versus Kong. Ja, und das Schöne hieran ist eigentlich, wenn man so sich die Hintergrundstory davon anschaut, die Produktion. Godzilla war am Anfang einigermaßen erfolgreich. Kong Skull Island war auch noch, aber der King of the Monsters, der war eigentlich schon ein ziemlicher Flop. Sowohl bei den Kritikern als auch im Kino. Aber wie es so schön im Honest Trailer gesagt wurde, Corporate Inertia, sie konnten es nicht mehr aufhalten. Während der im Kino rauskam, wurde der hier schon fleißig gedreht. Vielleicht auch nicht zum Schlechtesten, weil der kam dann raus und ist jetzt wahrscheinlich aufgrund der Pandemie
auch so ziemlich erfolgreich als Film. Ja, er hat jetzt schon über 340 Millionen Dollar eingespielt und ist damit 390 der letzte Stand. Sogar. Ah ja, guck an. Ja. Und ist also fast 400 schon. Klar, ganz ehrlich, im Moment könntest du auch Kindsköpfe 4 rausbringen, es wäre ein Hit. Ja. In Amerika sind ungefähr 56% der Kinos sind schon wieder offen. Aber die meiste Kohle, die gemacht haben, die kommt aus dem asiatischen Raum. Die haben irgendwie die meisten Ländern hier in Europa noch gar nicht gestartet, weil wir hier überall noch im Lockdown sind. Und ich glaube, die Leute sind einfach so hungrig nach, trotz der Doppelstrategie, die gefahren wird. Denn nämlich hat HBO, beziehungsweise Warner, die hinter HBO stecken, die haben ja ihren eigenen Streaming-Dienst letztes Jahr in den USA eröffnet und haben dann Ende des Jahres angekündigt, alle Filme 2021, alle großen Blockbuster gleichzeitig auf HBO Max und im Kino rauszubringen, wo die Kinobetreiber gar nicht mal so froh drüber waren, dass das gemacht wurde. Warum nur? Das kann ich mir gar nicht denken. Ja, haben sie so ein bisschen auch wieder zurückgenommen. Die Strategie wird wahrscheinlich 2022 sogar ganz zurückgenommen. Also ich glaube, allein von den Kinobetreibern und den Filmemachern kam ein großer Backlash da rein. Hat dem hier nicht wirklich wehgetan. Erstens hat es wohl für HBO Max zum Riesenerfolg geführt und zweitens haben sie ja auch wirklich einiges an Kohle jetzt wieder eingenommen. Ja, ja. Bist du denn eigentlich so, bevor wir über den Film so sprechen, wie ist denn eigentlich so deine Kaiju-Attitude? Wie bist du denn so auf Kaijus zu sprechen? Sagen wir mal so, mein Kaiju-Wissen besteht aus RTL 2 Sonntagnachmittag, wo die ganzen Wiederholungen und wo die ganzen alten Schinken da liefen und immer bis zum geht nicht mehr wiederholt worden sind. Ein bisschen tiefer in das ganze Kaiju-Verse bin ich eigentlich eher mit sowas wie Neon Genesis oder Pacific Rim eingestiegen. Godzilla war bei mir immer so unter ferner Liefen und ich bin in der Tat ein Fan des 1998er Matthew Broderick-Films. Ich finde den immer noch so ganz schön ehrlich, fern. Ja, ja. Ich habe auch irgendwie ein, ja, ich kann dem Film auch durchaus aus was abgewinnen, eben weil ich, sage ich mal, halt nicht so in dem Kaiju-Universe drin war, / bin. Deswegen hat mich dieser Film nicht beleidigt, wie anscheinend viele andere Leute. Und für mich war der okay. Das ist halt ein großer Kindergeburtstag, der da abgefeiert wird. Ich fand halt hauptsächlich Jean Reno einfach geil. Ja, der geht halt grundsätzlich immer. Ja, das war so zu der Zeit 1998. Da hatten wir ja noch Premiere statt Sky. Und irgendwann, als der dann darauf lief, hat den mein Onkel für mich aufgenommen, wie so viele Filme, die er damals noch auf VHS für mich aufgenommen hat. Und das war einer der Filme, die ich immer und wieder mir auf meinem Kassettenrekorder, auf meinem VHS-Rekorder angesehen habe. Und dementsprechend auch einer meiner Lieblingsfilme, zumindest zu der Zeit war. Deshalb, ja, aber das war auch das Nervste, was ich dann mit Godzilla anfangen konnte. Außer, dass ich die RTL 2 Sachen reingeseppt habe, aber nie ganz geguckt habe, ist das leider mein Halbwissen, mit dem ich hier glänze, mit dem ich sowieso hier immer glänze, also von daher. Alles gut. Ich muss sagen, ich bin in den letzten anderthalb, oder andersrum, ich glaube, ich bin so ein bisschen durch dieses Remake, bin ich so ein Ticken in diese, ich glaube, der Auslöser war schon so Pacific Rim. Weil Pacific Rim war eigentlich schon so das, was ich total geil finde. Ich warte ja immer noch auf einen geilen MacWarrior-Film. Ich frage mich, warum niemand MacWarrior. Ich würde sogar einen Battletech-Film sehen, ja. Es gibt nichts zu Battletech, ja. Ich weiß gar nicht warum. Battletech wäre so geil. Also stehe ich natürlich auf große Roboter. Die Neon Genesis Evangelion-Reihe, da hatten wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Da muss ich nochmal irgendwann Zeit finden, da einen Einstieg zu finden. Und dann war natürlich so diese Godzilla-Geschichte von 2014 mit Bryan Cranston und so, war natürlich ein klassischer Monsterfilm, der auch so, ich sag mal, sehr Nummer sicher gegangen ist, aber das war ja auch in Ordnung. Also zeig dein Monster erst ganz am Schluss und so weiter und so weiter. War ja alles, es war so richtig by the book, ja? Aber das war ist okay. Habe ich dich damals da mit reingebracht mit meinen Kinokarten? Ich kann sein, ich weiß nicht mehr. Oder waren wir da in der PV? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung.
Und dann bin ich so ein bisschen da reingefallen, denn es gibt ja dann jetzt auf Netflix auch eine Anime-Serie Godzilla, Forbidden Planet oder so irgendwas. Und ich habe ja so ein Fable für diese Anime-Godzilla, für diese Netflix-Animes. Die finde ich gar nicht, alle mal gar nicht so schlecht. Also Castlevania, jetzt dieses Blood of the Gods oder Blood of Zeus oder wie es heißt. Und dann eben auch jetzt diese Netflix-Geschichte von Godzilla. Mhm. Zwei Staffeln gibt es da, glaube ich. Eigentlich ist die Geschichte total klein. Also die Menschheit musste wegen den Kaijus die Erde verlassen und kommt dann irgendwie 10.000 Jahre später zurück, um zu gucken, ob die noch da sind. Ja, und sie sind halt immer noch da und müssen dann so als kleiner Stoßtrupp dagegen kämpfen. Die Story ist wirklich in 5 Minuten erzählt, wenn du die 2 Staffeln, aber es macht einfach Spaß zu gucken. Also das war ganz fun. Dann waren wir ja in Skull Island, den fand ich auch. Also das ist ein großer Unsinn, aber der ist gut gemacht und der macht Spaß, also von daher, ja. Es ist ein Asylum-Film mit Budget, sage ich immer, ja, also von daher alles gut. Und Samuel L. Jackson in so einem Streifen geht halt immer und ich meine, Tom Hiddleston ist ja dann auch in Ordnung, also da ist ja auch... Der Film war bunt und laut und hat Spaß gemacht. Exakt. Also von daher. Genau, richtig, war bunt. Und dann kam dieses King of Monster, der war einfach zu viel, ja, war irgendwie zu viel von allem. Und jetzt kam der und zwischendrin habe ich einen Film und den könnt ihr auch auf Netflix gucken. Den fand ich richtig gut, weil er so ungewöhnlich war, nämlich Shin Godzilla. Mhm. Hast du Shin Godzilla schon gesehen? Ich habe mir den Trailer dazu angesehen und ein paar Ausschnitte. Ich sagte jetzt schon direkt mein Problem damit. Ich habe mit den Menschenszenen da weniger ein Problem. Das fühlt sich an wie diese alten Godzilla-Filme. Mhm. Die haben das auch einigermaßen auf Realismus getrimmt, soweit ich das aus dem Trailer gesehen habe. Mhm. Ich komme aber mit dem japanischen Godzilla-Design nicht klar. Okay. Sieht für mich immer noch wie eine Spielfigur aus, wie der damals in seinem Kostüm rumgelaufen ist. Naja, das ist halt, ich weiß, aber das ist halt bei diesem, und das muss man ganz ehrlich sagen, ich bin am Anfang auch drüber gestolpert. Also eigentlich ist es wieder mal ein Godzilla-Reboot, also ein Monster kommt und es entwickelt sich auch erst zu Godzilla. Also erst ist das so eine kleine Raupe und es entwickelt sich dann über die Zeit erst. Und am Anfang dachte ich so, boah, sieht das kacke aus. Das sieht ja aus wie die alten Puppen früher. Ja. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, das ist Absicht, das soll so sein. Und dann, muss man ganz ehrlich sagen, ist es von der CGI her ziemlich geil gemacht, dass du das wirklich genauso sich anfühlen und aussehen lässt wie solche Puppen. Weil das ist nämlich alles, fast alles CGI. Da rennt kein Typ in dem Kostüm rum. Und das muss ich ehrlich sagen, da haben die dann wirklich ganze Arbeit geleistet. Das muss ich dann mal wirklich sagen. Ich meine, der Film wird ja, soweit ich gelesen habe, immer wieder überall ziemlich abgefeiert. Und diese eine Szene, die ich mit ihm angeguckt habe, wie gesagt, wäre das Monster-Design eher westlicher gewesen, dann wäre es noch beeindruckender für mich gewesen. Aber diese Atomic Breath-Szene, wo er seinen Strahl raushaut, das dann wirklich wie eine Atomexplosion ist, das sah schon krass aus. Ja, das stimmt. Aber Shin Godzilla fand ich an der Stelle ganz, ganz interessant. Also der wird auch, teilweise ist der auch ein bisschen albern für westliche Sehgewohnheiten. Ja? Also es werden halt im Minutentakt neue Charakter eingeführt, die alle Untertitel, also die alle, wo von jedem eingeblendet ist, wer das ist. Selbst der kleinste furzige Staatssekretär wird da irgendwie noch beschrieben, wenn er nur einen 20-Sekunden-Auftritt hat. Und das ist eigentlich das, was diesen Film so ein bisschen anders macht, das Shin Godzilla. Denn hier wird... Hast du auch deinen Godzilla macht Tokio kaputt Part, aber du hast auch relativ viel Kabinetts- und Katastrophenstabssitzungen, die gar nicht mal so unrealistisch sind. Und das von daher, Shin Godzilla kann man mal so am Sonntag wegsnacken. Ja, aber nochmal vielleicht ganz kurz zu dem 2014er Godzilla. Der kam heraus, als wir noch nicht gegründet waren, war ja vorher. Da erinnere ich mich, den habe ich 2-mal im Kino gesehen, aber auch nur deshalb, weil ich in diesem Jahr irgendwie bei einem Gewinnspiel eine exklusive Filmvorführung gewonnen habe. Das Ding hätte in Hamburg stattgefunden, bin ich nicht rechtzeitig hingekommen, beziehungsweise habe ich nicht geschafft, habe gesagt, okay, krieg ich nicht hin, hat dafür aber, wie viel waren es, 30 oder 40 Kinokarten geschenkt bekommen.
die ich eingesetzt habe. Dementsprechend war ich einmal mit einem Riesenpulk von Leuten da. Ich weiß nicht, ob du da damals dabei warst. Nee, ich konnte nicht, aber ich weiß noch, da hast du die Firma mitgenommen. Ich erinnere mich, ja. Ja, da habe ich die Firma mitgenommen und das zweite Mal noch mit meiner Schwiegermutter und meiner Frau ins Kino rein. Deshalb musste ich mir den Film zweimal in der Tat anschauen. Und wenn man sich an den erinnert, der ist ja schon wirklich langatmig. Wirklich hat er seine Stellen. Ich fand ihn atmosphärisch gut gemacht, aber mehr als einmal hintereinander in so kurzer Zeit ist er echt schwer zu verdauen. Ja, also jetzt soweit mal unser Ausflug zu ein paar Godzilla-Filmen, die wir gesehen haben. Jetzt wollen wir ja reden über Godzilla vs. Kong. Also was ist die Ausgangssituation? Wir haben also Godzilla kommt zuwider. Wir haben Skull Island, die Menschheit entdeckt in den 70ern Skull Island und King Kong. Wir haben Godzilla, King of the Monsters. Ein paar Monster erheben sich, Godzilla macht sie alle platt und es kommt raus, dass es eine Hohlerde gibt. Hahaha. Now we get into spoilers. Ja. Es gibt also eine Hohlerde, es gibt eine böse Organisation namens Monarch. Die ist gar nicht böse. Das ist einfach nur ein bisschen. Genau, die ist nicht böse. Die erforscht diese Ereignisse. Das ist aber so ein bisschen wie Scully und Mulder, nur in groß. Und dann gibt es noch diese Umweltterroristen, die gibt es noch, genau. Und ja, am Ende von King of Monsters kommt eigentlich mehr oder weniger so raus. Das sind teilweise auch Außerirdische. Godzilla hat verteidigt die Menschheit auf seine ihm einzigartige Weise gegen diese außerirdischen Monster. Und man koexistiert halt so ein bisschen nebeneinander aus die Maus. Ganz Kurzfassung. So. Genau, und dann geht es jetzt weiter mit Kong versus oder Godzilla versus Kong. Worum geht's? Ja, Godzilla fängt plötzlich an, wahllos anscheinend Städte anzugreifen. Und man weiß es irgendwie nicht so genau, warum. Und da entsinnt man sich, dass man ja in einem, in so einem Art Truman-Show-Studio, was man um Kong drumherum gebaut hat, auf Skull Island ihn irgendwie noch beherbergt. Und dann entschließt man sich, Kong mal zu Godzilla zu bringen, dann die mal miteinander reden und mal fragen, was da so los ist. Soweit erstmal zum ganz kurzen Plot. Wie fandst du ihn? Mal so in einem Satz, was sind deine Gedanken zu Godzilla vs. Kong? Lustig. Also er hat mir größtenteils Spaß gemacht. Er ist völlig schwachsinnig, völlig behämmert, völlig abgehoben und einfach das Blödeste, was ich im Film seit Jahren gesehen habe, aber auch eins der deshalb kurzweiligsten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe. Ging mir ehrlich gesagt auch so. Zwischendurch dachte ich so, boah, die lassen wirklich kein Klischee aus. Aber dann muss man sagen, ist das am Ende einfach so fucking over the top, ja. Ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Kind, das halt mit seinen Monsterfiguren gerade in seinem Kinderzimmer halt Kong versus Godzilla nachstellt, ja, in der Lego-Stadt. Ich meine, schau dir an, was haben wir? Wir haben einen relativ bodenständigen 2014er Film. Ja. Der war ja wirklich auf Realismus getrimmt. Dann haben wir Kong Skull Island, der eher so im Action-Kino der 70er wirklich verbunden war. Dann haben wir King of Monsters, der ein ernstzunehmender Kaiju-Film war, aber dementsprechend völliger Downer. Und jetzt haben wir alles Abgehobene, was in Anime- und Kaiju-Sachen überhaupt reingeschmissen werden kann. Wir haben Verschwörungstheorien, wir haben Riesenroboter, wir haben eine Hohlerde, wir haben riesige Monster, die gegeneinander kämpfen. Wir haben Menschen, die nichts miteinander zu tun haben. Wir haben Technologie, die aus der Zukunft stammen könnte. Wir haben einfach alles in diesem fucking Film mit drin, was nicht mal ansatzweise Sinn mehr macht, wenn man sich den Kontext der anderen Filme anschaut. Ja. Da haben die einfach mal Elon Musks schnelle Tunnel überall unter der Erde verbunden, dass man von Tokio nach Boston innerhalb von 90 Minuten oder so kommt oder 180 Minuten. Also es ist völlig abgedreht, als ob die im Writers Room sich einen geraucht hätten und gesagt haben, gut, das Franchise geht eh unter, welchen Scheiß können wir da noch reinschmeißen, den wir unbedingt mal in einer Szene da überall sehen wollen.
Ja, da hast du recht. Also es ist wirklich, also die Menschen sind einfach nur Mittel zum Zweck. Also die haben, ich meine, die menschlichen Rollen in Monsterfilmen sind ja eh jetzt nicht so, nie sonderlich, ne? Aber hier sind die halt einfach nur, also selbst Stichwortgeber wäre noch zu viel gesagt, ja? Also es macht auch, also es trägt auch teilweise gar nichts, also es ist völlig wurscht. Also das Einzige, was die machen, ist, dass sie halt Kong auf das Schiff verfrachten und ab dann ist es sowieso, dann macht er eh, was er will. Ja. Ja, diesen ganzen Subplot mit dem Verschwörungstheoretiker und Eleven, der wäre einfach gar nicht nötig, die hätte man rausschneiden können. Genau. Und das hätte dem Film nichts getan. Ja. Und ja, also das muss man einfach sagen. Was ich halt schade fand, ist, dass halt Dinge aus dem King of Monsters dann jetzt halt, also du hast schon gesagt, teilweise völlig negiert werden, dass manche gar nicht mehr vorkommen, also zum Beispiel diese Bioterroristen, ja, die kommen gar nicht mehr vor, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Dann, dass plötzlich Future Tech drin ist, ohne Erklärung, also völlig ohne Erklärung. Plötzlich haben die diese Highspeed Underground Bahn, plötzlich haben die so Shuttle, mit denen die dann rumfliegen und so weiter, die auch gar nicht brauchst. Übrigens, du hättest auch genauso gut mit dem Helikopter da reinfliegen können. Also es wäre völlig wurscht gewesen. Also woher diese Hightech kommt, also warum, vielleicht um dann, und das ist jetzt, und now we get into spoilers, vielleicht um natürlich dann irgendwo jetzt halt Mechagodzilla zu erklären. Denn ja, eine Rechtfertigung, wie der auftauchen kann. genau, was aber halt auch nur am Rande erklärt wird, irgendwie, weil, wenn du jetzt nicht King of Monster kennst, beziehungsweise den jetzt auch nochmal dir ins Gedächtnis gerufen hast, du eigentlich als Zuschauer gar nicht checkst, warum Mechagodzilla auf einmal durchdreht. Und da wird überhaupt nicht in dem Rückblick mal eben kurz gezeigt, dass das halt irgendwie, mein Gott, wie heißt dieses dreiköpfige Monster? Ja, Ghidorah. Dass das halt ein Ghidorah-Kopf ist. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, es wird noch nicht mal gesagt, der Typ, der den steuert, Ja. den Mechagodzilla, ist der Sohn vom ehemaligen Monarch-Chef, der im letzten Film gestorben ist. Ach, okay. Ja, es ist ein Subplot, der nicht mal ansatzweise überlebt hat auf dem Schnitttisch. Und da wollte ich nämlich, glaube ich, gerade hinaus. Ich glaube, das ist sowas so, brauchen wir das? Ah, weg. Komm, Ja. zwei Sätze, kommt der Sack zu viel. Die reden schon hier 30 Sekunden am Stück raus, weg. Du, die haben Lance Reddick, den man vielleicht am besten aus, wie heißt, Fringe noch kennt. Der hatte ja eine kurze Szene da drin. Der hatte einen ganzen richtig langen Subplot. Die haben Tage, wochenlang mit dem gedreht. Auch alles nicht mit drin. Ich meine, wäre auch wirklich nicht nötig gewesen. Wir haben schon zu viele Menschen in diesem Film gehabt, aber die haben sich wohl auch dann gedacht, okay, wir müssen ein paar Stars mit reinnehmen, ein paar große Namen. Die letzten hatten ja von der erste hatte Bryan Cranston, dann hatten wir Samuel L. Jackson, Kong Island und ganz, ganz viele hochkarätige Leute, bis zuletzt dann in dem King of Monsters dann irgendwie der größte Name, dann Kyle Chandler da drin war. Und da haben wir gedacht, okay, ein paar gute Schauspieler müssen wir noch irgendwie bezahlen, damit wir diese Subplots rechtfertigen können. Und ja, wenn sie eine Sekunde da drin haben, dann brauchen wir sie vielleicht nicht mehr in Prämien bezahlen, so ungefähr. Ja, aber ich meine, Lance Reddick sagt einen Satz, glaube ich. Und den hättest du auch sagen können, und zwar genauso überzeugend. Das ist Genau. so völlig sinnfrei, ja. Aber, und das muss man halt echt sagen, es war halt einfach schon over-the-top-Action. Also ich meine, diese Szene, die man ja auch im Trailer sieht, wo die sich auf dem Meer kloppen, die war echt gut. Also muss man Ja. ganz ehrlich sagen, ja. Ich meine, Godzilla und Kong sind halt immer so groß, wie das Drehbuch es halt gerade braucht. Ja, okay, ja. Aber das war mal was Neues. Das hat auch irgendwie Laune gemacht und so weiter. Das war echt ganz, ganz, ganz gut. Und am Ende natürlich, als sie dann halt, und auch das könnt ihr euch im Trailer ja angucken, als sie halt Hongkong auseinandernehmen.
Das ist halt einfach so unglaublich over the top. Das Problem ist halt für mich so ein bisschen gewesen, dadurch, dass halt der erste Film sich so unglaublich ernst genommen hat, ja, was ich ja auch damals ein bisschen bekrittelt habe, dass er sich so unglaublich ernst nimmt, setzt man sich halt an den Film auch ein bisschen ran und denkt sich so, 10.000 Tote, 15.000 Tote, ein ganzes Hochhaus, nochmal 10.000 Tote. Ja, und die haben ja kurz vorher noch gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Tokio evakuieren und trotzdem laufen da überall noch Leute rum, während die da kämpfen. Ich meine, habe ich nichts dagegen. Dieser Tokio-Kampf, den fand ich auch echt allein von der Visualisierung ziemlich cool. Auch wenn er von der Schnitttechnik hat, die war dann eher das Problem in diesen Szenen, dass man kaum was wieder mitbekommen hat. Hätte man ein bisschen besser schneiden können, aber visuell hat mich das Ganze schon ganz, ganz stark an Pacific Rim erinnert, was die da gemacht haben. Ja, im Grunde genommen hat halt Pacific Rim hier durchaus einen Standard gesetzt. Übrigens auch dazu gibt es eine ganz unterhaltsame Netflix-Anime-Serie, by the way. auch gar nicht so schlecht. Ja, mich hat der zweite Film gebrandmarkt. Der zweite war nicht gut. Der zweite Pacific Rim war nicht gut. Also da war ich auch sehr enttäuscht von, da muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese Anime-Serie auf Netflix, die ist gar nicht mal so schlecht. Und wie kommt es dann zu dem Kampf? Also man glaubt eben, jetzt muss ich mich gerade nochmal abholen, man glaubt, dass man die Antwort für Godzillas komisches Verhalten in der Hohlerde findet. Ne? Ja. Wie war das? Also wir haben ja zwei Erzählstränge, was das angeht. Wir haben das unerklärliche Verhalten von Godzilla, wo Monarch und einige andere dann herausfinden möchten, was passiert. Dann haben die diesen Schriftsteller, der da mit reinkommt, der über seine Hohlerde geschrieben hat. Den Podcaster nicht vergessen. Was? Den Podcaster nicht vergessen. Den Podcaster. Nee, aber wir haben, bevor ich da darauf eingehe, also wir haben den einen Plot. Godzilla kommt drauf an, was können wir gegen Godzilla setzen? Ah ja, wir hatten ja noch diese Hohlerde, da gibt es eine Energie, die kann uns scheinbar helfen, in irgendeiner Art und Weise eine Waffe gegen Godzilla zu entwickeln. Und wer kann uns dann wohin führen? Das ist Kong, der in der Truman Show lebt. Dann haben wir den zweiten Plot von der Evil Corporation, die, was sich eher im ganzen Film dann so langsam offenbart, die das Ganze unterstützt und auch die Technik entwickelt, wo am Ende dann mal rauskommt, dass die eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Godzilla angreift, weil die einen Mecha-Godzilla basierend auf Ghidorah entwickeln und dafür die Technik aus die Energiequelle aus der Whole Earth brauchen, um dann die Erde zu beherrschen oder Godzilla zu besiegen. Ich weiß nicht, was letztendlich das Ziel da von denen war. Das ist auch der Punkt. Man weiß irgendwie gar nicht so, was das Ziel von der ganzen Geschichte war. Das wird auch irgendwann im Laufe des Films auch so völlig über Bord geworfen. So, scheiß drauf. Also, es ist egal. Ja. Dann kommt dann raus, dass also, ich schätze mal, die Rasse von Godzilla, also Riesengorillas, schon immer gegen Kaijus gekämpft hat, weil sie sich dann Äxte machen aus Godzilla-Rückenflossen, die und lustigerweise dann genau in eine Ausformung in einem Thronsaal unter der Erde für King Kong. Irgendwo muss der King ja noch herkommen. Ne? Jetzt haben wir unseren King Kong und es sind alles Alpha-Tierchen, Alpha-Predatoren. Und nur einer kann überleben. Das war, dann muss man echt sagen, da saß ich wirklich vom Fernseher, da ist mir dann teilweise die Kinnlade runtergefallen. Und ich gedacht, was ist das jetzt? Ein Thron für Godzilla? Was ist das? Ja. Es war da war ich schon beyond, ne? Und dann kam irgendwann diese Mecha-Godzilla-Nummer. Der dann halt durchdreht, was man so gar nicht rafft, denn du hast es ja gesagt, irgendwie die Zapfen, das ist auch total sinnlos. Die haben in King of Monsters haben sie noch so einen abgeschlagenen Ghidorah-Kopf. Ja. Und jetzt ziehen sie also die Energie aus der DNA, aber das schließen sie dann irgendwie an die Knochen an. Das ist so total sinnlos. Warum haben sie nicht einfach diese ganzen Kabel sind an die Knochen angeschlossen? Nee, ich habe das. Gibt ja kein Gehirn mehr, was viel mehr Sinn machen würde. Ja? Ich habe das eher verstanden, dass es so ein bisschen wie bei Neon Genesis wäre, wie bei den Eva-Piloten, dass sie irgendwen brauchen, der den steuert,
aber die Maschine ist so dermaßen komplex, dass die das nur mit Hilfe der telepathischen Connection von Ghidorah hinbekommen, dass überhaupt jemand den steuern kann. Ach so, nö, ja, okay, frag mir jetzt nicht, wie das jetzt im Detail war, ne? Aber ich hätte es halt einfach logischer gefunden, ne? wenn die halt da einfach so ein wabbelndes Gehirn gehabt hätten, an das sie es halt irgendwie angeschlossen hätten, das hätte einfach, ja, also von daher, okay. Hier wird noch gesagt, im Chat, einer kennt den Regisseur von dem Film nicht, sagt ihm gar nichts. Was hat er denn bisher gemacht? Adam Wingard. Adam Wingard, genau. Der hat das Remake oder die Fortsetzung oder was auch immer von Blair Witch gemacht von 2016. Er hat Death Note gemacht. Das sind eigentlich so die zwei bekanntesten, die man so im Grunde genommen von ihm kennt. Ansonsten muss man von dem nicht so viel kennen. Also Death Note und Blair Witch von 2016. Das waren eigentlich so die Geschichten. Und zwei Folgen Outcast. Mhm. Ja, ansonsten Musik ist wieder von Junkie XL, also der hat glaube ich zu den anderen die auch gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Das passt halt so mal und passt mal so nicht, ne? Okay, das hat dann manchmal halt so ich sehe gerade, er hat auch den Score zu vielen Mass Effects gemacht und genau, das ist so ein Mass Effect Score und deswegen passt das, ja. Der war okay, aber er passte für mich nicht für diese Art von Film. Der hat übrigens auch zusammen mit Hans Zimmer Batman vs. Superman gemacht, aber da hat man glaube ich jetzt für den Snyder Cut viel von seiner Mucke wieder rausgenommen. Ja, der hat den Score für den Snyder Cut nochmal aufgenommen, weil Snyder ihn eigentlich als auch Tonmeister mit reingenommen hatte. Wollte ich gerade sagen, weil das klang doch teilweise echt ein bisschen anders gewesen. Okay. Ja. Nee, aber letztendlich, ich muss sagen, wie gesagt, es war ein Film absolut zum Gehirn abschalten. Für mich kurzweiliger als alle anderen Filme in der Reihe. Ja, vielleicht Kong Skull Island war noch kurzweiliger als der hier. Aber es ist etwas, was man... Eigentlich hätte man sich das auf dem fettesten Bildschirm im Kino ansehen müssen, diesen verkackten Film, weil ich glaube, da hätte er am besten gewirkt und wäre am besten rübergekommen und nicht über ein Streaming-Portal wie HBO Max. Das ist etwas schade. Deshalb, wenn es die Gelegenheit gibt und das Infektionsgeschehen ein bisschen abflaut, dann könnte man durchaus empfehlen, den im Kino zu gucken. Ja. Ja, Stefan 77, es gibt noch einen anderen Blair Witch von 2016. Ja. Das ist ein Reboot. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, ein Reboot oder sowas. Den habe ich oder ein Sideboot oder was. Irgendwie sowas. Jedenfalls haben sie nochmal neu gemacht. Also, das bringt uns gleich zu unserem nächsten Film, den wir heute besprechen. Aber jetzt nochmal abschließend dein Urteil. Also, ich sage über Godzilla vs. Kong: großer Kindergeburtstag, kann man sich an einem Sonntagmittag mal so wegsnacken. Wie gesagt, wie du gerade eben gesagt hast, wenn ihr die Möglichkeit habt, den über einen Beamer auf einer Leinwand zu gucken, beziehungsweise dann im Kino zu sein, oder ihr macht halt eben VPN und HBO Max, guckt es euch an. Ich denke mal, dass der wahrscheinlich relativ zügig bei Sky laufen wird, oder? Ich glaube, der ist bestimmt in so einem Package drin, wie auch Wonder Woman 1984 und so ein Kram, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Und das Schöne ist, weil der erfolgreich ist, eigentlich hatten sie das Monsterverse damit abgeschlossen, aber die Einnahmen garantieren, dass wir nochmal ein Sequel bekommen. Die wissen aber noch nicht, in welche Richtung sie gehen können, weil sie eigentlich jetzt schon alles reingehauen hatten. Gibt ja noch Baby Godzilla und keine Ahnung was, ne? Genau. Das ist eine gute Idee, Limek. Wir könnten gleich noch den Shang-Chi-Trailer bequatschen. Den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ach nicht? Okay. Das ist eine gute Idee, sehr gut. Schön, dass du uns daran erinnerst. Das werden wir einfach spontan gleich noch mit reinschieben. Aber wo gerade eben schon das Stichwort Blair Witch gefallen ist, wollen wir doch noch einen Horrorfilm besprechen, der schon einen Ticken älter ist. Nämlich, wir haben geschaut, einen Film, der heißt nämlich Hereditary. Und ich habe unglaublich viel über diesen Film gelesen, also beziehungsweise ich habe die Berichte, die Artikel nie gelesen, ich habe halt immer in diesen Überschriften gesehen, Hereditary hier, Hereditary da, dann auf YouTube, so ultra viele Ending Explained, Hereditary, bla 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 bla, aber ich habe den Film irgendwie nie gesehen und dann ploppte er jetzt letztens auf, wo war's? Ich glaube zu kaufen bei Amazon Prime, glaube ich, habe ich ihn gekauft oder geliehen, weiß ich gar nicht.
Und da ploppte der halt auf und ich so, okay, ja cool, also gut, komm, den leistet der, geliehen habe ich ihn, genau, den leistet der jetzt mal eben schnell. Und was ich gar nicht wusste ist, und dann hätte ich nämlich schon viel früher reingeguckt, das ist nämlich ein Film von 2018, nämlich der ist mit Toni Collette und Gabriel Byrne. Ja. Und die mag ich ja eigentlich beide gerne. Und von daher habe ich mich eigentlich gedacht, komm, wieso habe ich den noch früher nicht noch gar nicht geguckt? Ja, ein Horrorfilm, irgendwie klassisch Horror und doch nicht klassisch Horror. Was denkst du über Hereditary? Ich habe dich ja ein bisschen genötigt, ihn zu gucken. In der ersten Stunde habe ich mich auch genötigt gefühlt, als ich den geguckt habe. Es ist nicht umsonst, dass dieser Film zwar von den Kritikern hochgelobt wird, aber beim Audience Score, wo man sagt, irgendwie A bis F, ein D-Plus erhalten hatte, weil er ist nicht leicht verdaulich. Und ich dachte auch in der ersten Stunde von dem Film, das gefällt mir gar nicht. Wir sind komplett auf Distanz von den Leuten. Ich gehe nicht ins Detail ein, wir gehen gleich mal ins Detail rein. Erste Stunde, muss ich sagen, nee, habe ich mein Handy rausgeholt, habe ich nie so viel Bock gehabt, weiter zu gucken. Zweite Stunde nimmt der aber deutlich an Fahrt auf und geht ins klassische Horror-Ding rein. Und das hat für mich ganz, ganz viel gerettet in diesem Film. Wenn ich über ihn nachdenke, dann ist er unglaublich gut. Wenn ich über ihn nachdenke, ist er gleich. Genau, ja. Wir gucken aber uns mein mal. Aber abschließendes, mein Urteil, muss man sich durchzwängen. Ja, okay. Also wir schauen uns mal den Trailer dazu an. Na komm, Peter. Hier ist der Nahtzug. Es ist tröstlich, hier heute so viele fremde Gesichter zu sehen. Meine Mutter hätte das sehr bewegt, auch wenn es sie stutzig gemacht hätte. Meine Mutter war eine sehr verschwiegene und distanzierte Frau. Ist das Grandma? Du warst immer ihr Liebling, das weißt du, oder? Sogar schon als Baby. Ich sollte dich nie stillen, das wollte sie immer tun. Aber sie war auch eine ziemlich schwierige Frau, was vielleicht meine Art erklärt. Ich kenne sie von ihrer Mutter. Was? Manchmal könnte ich schwören, dass ich ihre Anwesenheit spüre. Sie ist nicht gegangen. Sie hatte diese Rituale, diese Freunde. Und wer soll sich jetzt um mich kümmern? Denkst du, ich kann mich nicht um dich kümmern? Aber wenn du stirbst? Sie war gar nicht mehr richtig hier. Am Ende. Ich möchte meine Familie nicht noch weiter belasten. Hereditary mit dem sensationellen deutschen Titel Das Vermächtnis. Es muss ja immer noch was dabei sein. Es tut mir leid, aber ich muss den Trailermacher hier einen eigentlich reinhauen. So ein Trailer heutzutage, ich meine, er zeigt mal wieder alles von diesem Scheißfilm. Entschuldigung, nicht Scheißfilm, aber von diesem Film. Und dafür gucke ich mir eigentlich fast gar nicht mehr gerne Trailer, vor allen Dingen für Horrorfilme, an, weil die einfach zu viel verraten. Ja, ich sag mal so, ja, jetzt, wo ich den Film gesehen habe, ja, aber ohne das Wissen hat er mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich habe den natürlich jetzt auch nicht wie so ein Picard-Trailer minutiös auseinandergenommen. Ja, ja, das stimmt. Ja, wo ich natürlich dann da sagen würde, okay, ach, guck mal hier, guck mal da. Klar, so muss man sagen, sieht man sogar schon Szenen fast direkt vom Ende. Ja? Aber ja, die kannst du jetzt so nicht einordnen. Also, worum geht's denn?
Es geht um eine Familie, das sind die Grahams mit Mutter Annie, gespielt von Toni Collette, mit Vater Steve, gespielt von Gabriel Byrne, den Kindern Peter und der Tochter Charlie, die eigentlich ein ganz normales, beschauliches Familienleben führen, bis die Mutter von Annie stirbt. Und dann findet die Beerdigung statt und irgendwie sind auf dieser Beerdigung schon ungewöhnlich viele Leute. Was macht schon die Mutter irgendwie stutzig? Gut, soweit erstmal ganz normal und sie leidet ein bisschen drunter, aber ich sag mal, das ist alles noch im Rahmen. Aber dann hat sie irgendwie das Gefühl, dass sie ihre Mutter nicht los wird und dass die irgendwie immer um sie rumschwirrt und auch ihre Tochter Charlie zeigt immer mehr seltsame Verhaltensweisen und das Ganze ja explodiert dann am Ende in einem ja durchaus veritablen Horrortrip. Der Punkt ist, und das ist eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, im Gegensatz zu, ich sag mal, einem Freddy Krüger oder so einem Halloween oder Freitag der 13. oder Tanz der Teufel, so diese Horrorfilmdinger, baut sich das Ganze hier halt erst sukzessive auf. Ihr könnt es ein bisschen vergleichen mit dieser Spuk in Hill House Reihe. Die ist so ähnlich. Ja? Das heißt, viel von dem Grusel und der hier im ersten zwei Dritteln des Films stattfindet oder vor allem im zweiten Drittel des Films stattfindet, der ist sehr subtil. Da bewegt sich noch was im Hintergrund und so weiter. Ansonsten könnte man eigentlich den Film eigentlich auch nennen Foreshadowing the Movie. Ja? Also es ist wirklich, also wenn ihr mal Filmstudenten unterrichten wollt und ihnen Foreshadowing erklären wollt, nehmt diesen Film. Es ist unglaublich. Ja, muss man sagen. Aber ich glaube, damit habe ich noch nicht mal das Problem gehabt. Ich mag eigentlich auch ruhige Horrorfilme. Sowas wie jetzt aus den letzten Jahren Quiet Place, Get Out, war ich großer Fan von, als ich die gesehen habe. Das Problem bei diesem hier war für mich vielleicht auch die zweigeteilte Struktur, dass wir zwei gänzlich unterschiedliche Filme in der ersten und zweiten Hälfte haben. Mhm. Und das wäre für mich in der ersten Hälfte noch nicht mal schlimm gewesen. Für mich war der Knackpunkt an der ersten Hälfte, dass diese komplett distanziert und losgelöst von allen Personen, die da drin sind, stattgefunden hat. Wie ein Traum, auf den man draufschaut. Ich bin mir klar, dass das jetzt irgendwie schon bewusst war, wie sie es eingesetzt haben. Aber ein großer Punkt an Horrorfilmen, warum irgendwann der Horror ausgelöst ist, ist, dass man mit den Figuren sympathisiert. Dass man sich in die Figuren hineinversetzt und mit diesen mitfühlt. Das hat man im ersten Teil dieses Films ganz und gar nicht. Bis auf sie, die Mutter, sieht man eigentlich kaum jemanden länger von vorne. Wenn du mal so ein bisschen da drauf geschaut hast. Alles ist irgendwie sehr distanziert. Von hinten, von weit weg. Den Vater sieht man auch ganz, ganz, ganz lange nur den Hinterkopf quasi von ihm. Man sieht keine aktiven Dialoge. Man sieht alles, als ob man als Fremder wirklich auf diese Szene draufschaut. Ähnlich wie es diesen Puppenhaus hat. Als ob man auf dieses Puppenhaus von Ferne draufschaut. Als technisch gesehen fand ich das ganz groß, als ich drüber nachgedacht habe. Aber um in den Film reinzukommen und etwas zu fühlen, hat für mich die erste Hälfte des Films überhaupt nicht gezogen. Meinst du jetzt wirklich die erste Hälfte oder mach's mal an einem Ereignis fest, ab wann es dann besser wurde? Bis die Seance ist. Bis zur Seance? Okay. Ja, das ist der Cut. Und da, ich habe bewusst darauf geachtet, zumindest ab der Familienseance. Ihre Szenen von der Mutter, ich komme gerade nicht die ganze Zeit auf ihren Namen. Annie. Sie sieht man ja zwischendurch doch, also gerade so in dieser, in der Therapiegruppe und so, hat man ja viel, ist man nah an sie dran, da kommt man näher an sie dran. Ne? Auch bei anderen kommt man ein bisschen näher, aber nicht so persönlich wie an sie. Mhm. Alle anderen sind trotzdem noch distanziert und irgendwie werden die seltsamen und unnahbar dargestellt, auch vor allen Dingen die Tochter,
in den Sohn kommt man nicht rein. Wie gesagt, der Vater, der wird sowieso immer nur von hinten gezeigt. Was persönlicher wird, ist sie. Ab dem Moment, wo die Science ist und spätestens ab dem Moment, wo die Science ist für die Familie, geht die Kamera ganz nah an die Leute dran. Wir sind wirklich, wir betreten ihre Familie quasi. Wir kommen mit in die Trauer und den Horror, den die da erleben, erleben wir dann hautnah an denen dran. Und dann fühlt man auch mit denen mit. Vorher war es wirklich nur ganz lose als Versatzstücke eingesetzt. Vielleicht nochmal auch die Szene mit dem Auto, wo die Tochter geköpft wird, wo man auf ihn dran hält. Aber durch seine Reaktion, durch sein traumatisches Erlebnis und seine Reaktion darauf, fühlt man ja auch nicht mit ihm. Echt? Okay. Ja, hatte ich das Gefühl, ja, boah, was ist jetzt passiert? Ich will mich nicht umdrehen. Aber er wird als sehr unnahbar für mich dargestellt. Und das ändert sich im zweiten Teil, ab den Szenen mit der Seance, dramatisch. Ab da fühlt man menschliche Gefühle und Emotionsregungen, ohne dass sie losgelöst sind und einem eher seltsam vorkommen, weil sie teilweise aus dem Nichts heraus passieren. War für mich der Eindruck. Okay, den teile ich halt 0,0. Ja. Also überhaupt nicht. Ich bin gerade echt baff. Weil, ja, ich gebe dir recht, es dauert ein bisschen. Ne? Okay. Ja. Es ist definitiv jetzt kein Film, der losgeht und dann bist du sofort irgendwie drin. Okay, Haken dran. Aber der Film hatte mich, und ab jetzt, wie gesagt, heavy Spoilers, der Film hatte mich dann definitiv, als die Tochter stirbt, und zwar auf sehr drastische Weise, die man so gar nicht sieht, sondern das ist so ein Stilmittel des Films. Das heißt, es passiert was, du siehst aber nur die Reaktion, aber nicht das Ergebnis. Und das Ergebnis siehst du erst irgendwann teilweise Minuten, manchmal sogar eine halbe Stunde später. Ja? Dieser dümpfe Bock. Das heißt, die Tochter hat eine Allergie, sie wird von ihrer Mutter mit ihrem älteren Bruder auf eine Party geschickt und weil das Kind halt doof ist, ja, futtert es was, wo Nüsse drin sind und sie kriegt einen allergischen Schock. So, dann wollen sie also ins Krankenhaus fahren, der Bruder verfrachtet sie ins Auto, sie wollen ins Krankenhaus fahren, sie kriegt keine Luft, sie macht das Fenster auf, steckt den Kopf raus und dann sieht man eben nur noch den Bruder und hört nur noch ein Bong und dann sieht man ab jetzt nur noch erstmal für Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich bloß noch den Bruder. Ja. Nein, nicht ganz so lang. Du siehst für 5 Minuten den Bruder, wie er geschockt im Auto sitzt, sich nicht umdreht, dann nach Hause fährt, ins Bett geht und sich ins Bett legt, keine Ahnung, schläft nicht. Und dann hörst du eigentlich nur, siehst du so ein Überblenden, wie es halt langsam hell wird und dann hörst du einfach nur den Schrei der Mutter, die dann das tote Kind im Auto findet. Und da muss ich sagen, ab dem Moment hatten sie mich. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, Toni Collette ist halt schon eine geile Schauspielerin, das muss man ganz ehrlich sagen. Denn diese Trauer, die sie gespielt hat bei ihrer Tochter, und ich habe ja nicht mal Kinder, du wirst es als Vater wahrscheinlich eher nachvollziehen können, ich meine, das wünscht mir ja niemand, ne? Aber ich habe ja durchaus auch schon trauernde Menschen erlebt, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Also ich habe mit dieser Frau in dem Moment vollkommen, weil sie da zusammenbricht im Schlafzimmer, mit dieser Frau, da habe ich selten eine schauspielerische Leistung gesehen, die wirklich trotz, und da bin ich wieder bei dir, der distanzierten Kamera, so an mich rangekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ab dann hatte der Film mich. Dass der ja, dann so eine Wendung nimmt, über die wir gleich sprechen, okay? Da war ich ein bisschen enttäuscht. Das ist mein Problem mit dem Film, dass er am Ende sehr konventionell wird. Das hat mich dann ein bisschen geärgert. Ja, ich glaube, für mich sind es vor allen Dingen in der ersten Hälfte besonders die Figuren, die ich einfach nicht sympathisch fand. Okay. Die Mutter sehr distanziert, vor allen Dingen sehr irgendwie sehr arschig zu ihrem Sohn. Der Sohn sehr arschig zu seiner Schwester. Die Schwester verhält sich sowieso ganz, ganz seltsam. Der Vater ist nie beim Geschehen dabei. Irgendwie alle nicht sehr nett zueinander und auch alle nicht mit was dahinter, wo man mitfühlen könnte, weil man denkt, okay, jetzt
nimm noch ein bisschen deine, ich verstehe, warum du genervt bist von deiner Schwester, aber mach doch nicht so einen Scheiß daraus. Ich verstehe, warum du deinem Sohn nicht traust, aber jetzt mal ein bisschen lockerer mit dem Ding umgehen. Ich weiß, dass du um deine Mutter trauerst, aber die haben wir ja noch nicht mal gesehen. Selbst diese unpersönliche Tafel am Anfang, wo wir einfach nur wie eine Einladung zu einer Beerdigung was sehen oder ein Protokoll für eine Beerdigung. Das ist halt eher für eine Draufsicht auf was, was mir diese Person nicht näher bringt. Erst, vielleicht ist es dann schon ab dem Moment, wo sie um ihre Tochter trauert. Vielleicht ist es dann auch schon so ein bisschen der Wendepunkt, wo es in eine Richtung geht, wo ich näher an denen dran bin. Aber vorher denke ich immer nur, boah, sind die mir alle unsympathisch. Ja, okay. Teile ich nicht. Also, ich kann es verstehen, aber... Ja, man erfährt ja auch noch nicht viel von denen. Man muss ja jedes bisschen an Informationen raussaugen aus den Szenen, um zu erleben, warum ist das jetzt hier? Was war denn jetzt mit der Mutter? Was ist denn jetzt mit der Tochter? Ist mit der irgendwas, warum die sich so seltsam verhält? Was ist mit dieser ganzen Familie los? Ist es jetzt wirklich nur Trauer oder sind noch andere Sachen mit im Spiel? Und erst ab der zweiten Hälfte offenbart sich so langsam alles und wir sind an denen nah dran und dann fühle ich mit denen mit. Ja gut, okay. Also wie gesagt, mich hatten sie da einen Ticken früher. Ich bin dann beim Film wieder ein bisschen rausgekommen, als es dann leider in gegen Ende, ich sag mal die letzten 20 Minuten, dann sehr konventionell wurde. Das hat mich dann wieder enttäuscht. Weil am Ende des Tages ist der Film halt irgendwie so eine Mischung aus, ja, ich sag mal, wenn die Gondeln Trauer tragen und das Omen. Mit ein bisschen Rosemary's Baby. Ja. Wenn ihr die drei Filme kennt, dann habt ihr eigentlich auch dann leider schon den Plot von Hereditary mehr oder weniger zusammen. Also Familie verliert Kind, hat dann eben entsprechende psychologische Drucksituation. So weit kennt man das dann aus, wenn die Gondeln Trauer tragen, sind also Kuscheltiere. In Trauer, genau, Friedhof der Kuscheltiere. Dann haben wir die Geschichte mit Rosemary's Baby, beziehungsweise so das Omen, nämlich, dass sich dann rausstellt und jetzt, Achtung, Ohren zu halten, wenn ihr, dass nämlich der Sohn nichts anderes ist als das Ergebnis einer Züchtung von Satans Jüngern, die einen alten Dämon wieder reinkarnieren wollen, beziehungsweise eigentlich einen neuen Körper suchen, weil der alte, das war nämlich die Mutter von Annie und die suchen jetzt einen neuen Körper. Und als das so langsam Gestalt annahm und dann leider ziemlich früh absehbar war, worauf es hinausläuft, da hat der Film mich dann leider wieder verloren. Weil er ist dann ein sehr konventioneller Horrorfilm. Konventionell im Sinne von, dass der Plot halt done to death ist. Nicht konventionell. Also der Horror bleibt immer auf hohem Niveau. Also man verlässt sich nicht auf billige Jumpscares oder sowas. Oder wir ziehen die Musik hoch und am Ende kommt nur die Katze oder so. So Dinge gibt es gar nicht. Das finde ich ja so schön an der ganzen Geschichte. Es sind aber Jumpscares drin, aber gut eingesetzt. Aber gut eingesetzt, nämlich nicht Person guckt in den Spiegel und plötzlich ist da einer, so der Klassiker, ja, ja. Sondern es lauert, am Gegenende wird die Beleuchtung sehr spärlich und es lauern einfach immer Dinge im Hintergrund des Bildes, die teilweise dir gar nicht auffallen. Also zum Beispiel, dass Annie die ganze Zeit an der Wand klebt in seinem Zimmer, habe ich erst gesehen, als sie dann da auf allen Vieren wie beim Exorzisten rausgekrabbelt ist. Ja? Und ich habe dann nochmal zurückgespult, die war die ganze Zeit im Bild, du hast es, also wenn du siehst, kannst du nicht mehr wegsehen, aber in dem Moment hast du es nicht gesehen. Ja? Ich habe es gesehen, ich habe es mitbekommen, dass die da war. Das, also vom Horrorfaktor, vom Action-Horrorfaktor nenne ich es jetzt erstmal so, war die zweite Hälfte, fand ich die ziemlich groß, aber ich bin völlig bei dir, was die Auflösung angeht. Ja. Die Auflösung hätte es in dem Maße nicht gebraucht. Sie hätten es gerne weiter ein Mysterium lassen können. Ja. Und
für das Publikum, um es selber rauszufinden. Aber diese offensichtliche auch Feier am Ende, die Krönung und sowas, das hat leider das Niveau schnell nach unten geschraubt. Ja, und das war dann halt auch wirklich so, so in your face, ja. Also es war dann, es wird dann alles, was bisher so an mystischen Dingen immer noch so ein Ticken hätte Einbildung sein können, ja. Weil das, da spielt der Film ja auch so ein bisschen mit, wird halt am Ende dann als mit Holzhammer erklärt, ja. Und deswegen lässt der Film zwar auch keine Fragen offen, oder zumindest hier, sicherlich sind da Fragen offen, wenn man dann genau drüber nachdenkt, aber du willst dann leider auch gar nicht mehr so genau drüber nachdenken, weil dann die Subtilität, ich meine ganz ehrlich, am Ende des Tages zitieren sie eins zu eins halt, und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, woher ich das kannte, und es ist halt im Prinzip ein Stück aus Rheingold, nämlich als, ich glaube, Siegfried den Ring irgendwie wiederholt oder irgendwie sowas, also auch so eine Wiedererweckungsszene bei Wagner, und die wird halt dann eins zu eins da die Mucke drauf geknallt, wo ich so, ah, ihr wart vorher so schön subtil und jetzt haut ihr einem so diese Sache hier mit dem Holzhammer rechts und links um die Ohren, und dann wird es auch splattermäßig, explizit splattermäßig, was auch ein bisschen blöd ist, weil vorher war halt dieser Horror, also der war schon da. Also du siehst dann irgendwann später den verwesten, abgetrennten Kopf, der noch auf dem Feld liegt, aber der kommt halt so unvermittelt, und das fand ich halt so geil. Am Ende ist es halt wirklich einfach nur Splatter und... Ja, aber das muss ich dem Film zugute halten. Ich meine, der ist gut gemacht, ne? Also da braucht man nicht, ja. Er baut sich ja auf dahin. Ja. Es ist ja, ab einem gewissen Punkt kommt ja die Explosion quasi. Vorher brodelt alles so langsam und immer weiter auf, bis es dann richtig überkocht und in einer Fanfare endet, so ungefähr. Mhm. An einer anderen Stelle haben sie aber leider mit dem Stuntcasting mich ein bisschen gespoilert, beziehungsweise gesagt, ja, das kann nicht so sein, wie es ist. Und zwar die Freundin, dass sie Endout da drin gecastet haben, die man auch aus Handmaid's Tale und The Leftovers kennt. Ja, die macht leider keine anderen Rollen als die Bösen, beziehungsweise die sehr suspekten Personen, die mit reinkommen. Da dachte ich, okay, ja, da haben sie gleich ihren Bösewicht. Ja, ich dachte mir so, die ist halt jetzt so die neue Kathy Bates. Weißt du, Kathy Bates hat dann auch irgendwann einfach nur noch Misery-Rollen gekriegt, ja. Und sie kriegt halt auch nur so die nette Nachbarin, die sich aber dann definitiv irgendwie als Psychopathin oder Sadistin oder sonst irgendwas. Ja, genau. Kennst du sie aus Handmaid's Tale, weißt du alle Rollen, die sie seitdem bekommt, ja. Vor Handmaid's Tale war sie ja in Leftovers, und in Leftovers hat sie auch ganz, ganz großartige Rolle. Hast du die Serie mal gesehen? Nur mal reingesappt, aber ich habe sie nie zu Ende, nie weiter. Ist ein absoluter Downer. Das ganze Ding ist ein absoluter Downer, und es bleibt auch sehr abstrakt und mysteriös bis zum Ende hin. Aber die Darstellungen da drin, alle ganz, ganz großartig. Eigentlich eine der Must-See-Serien, die man unbedingt durchgucken sollte. Kannst ja mal einen Stream zu machen. Ich werde es ganz sicher nicht gucken. Ich weiß nicht, was ich sonst noch alles gucken soll. Aber weißt du, was mich der Film erinnert hat, dann am Ende des Tages? Deswegen habe ich dir nämlich auch gesagt, weil ich hatte zufälligerweise hatte ich ein paar Tage vorher auf Disney Plus, wer hätte es gedacht, das Omen gefunden und angeguckt, weil ich den schon ewig nicht mehr gesehen hatte. Und ich glaube auch irgendwie noch nie so richtig am Stück. Ich habe mich, glaube ich, noch nie hingesetzt und habe das Omen mal wirklich von vorne bis hinten geschaut. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, schau dir in den nächsten paar Wochen mal das Omen auf Disney Plus an. Du wirst sehen, woher viele Dinge von Hereditary kommen. Jetzt nicht mit diesem, da sind versteckte Dinge im Hintergrund, das gar nicht. Aber vom langsamen Aufbau bis hin natürlich zu, dass der Damien natürlich dann die Inkarnation des Antichristen ist, etc. pp. Vom Foreshadowing und so weiter und so weiter. Also das ist, da stand das 1:1 Part. Also die sind schon gut vergleichbar. Also von mir... Limak, ja? Ich muss noch mal kurz an Limak sagen, Leftovers war die Serie. Kann man auch auf Sky gucken. The Leftovers. Er hat noch mal im Chat gerade nachgefragt, was ist die Serie. Ja.
Also von mir, wenn ihr auf so Horrorfilme steht wie Spuk in Hill House und zwar die Serie oder auf das Omen beziehungsweise irgendwie sowas, wenn die Gondel Trauer tragen, so diese Art von Horror, dann seid ihr bei Hereditary auf jeden Fall gut aufgehoben. Steht ihr eher auf, keine Ahnung, Hellraiser, Nightmare on Elm Street, Tanz der Teufel oder sowas, dann ist das, glaube ich, nichts für euch. Ja, es ist schon sehr subtil und wirklich distanziert am Anfang. Und das war mein Problem einfach am Anfang. Mhm. Ja, und ihr müsst euch sicherlich darauf einlassen, dass die erste halbe Stunde erstmal so oder die erste dreiviertel Stunde erstmal so nichts passiert. Aber ja, ganz ehrlich, ihr seht eine, und ich habe sehr viele Filme mit Toni Collette gesehen, ihr seht hier wirklich eine ihrer, ich will nicht sagen besseren, aber eine ihrer besten sogar schauspielerischen Leistungen. Ich finde sie eh grandios. Ja, ich finde sie eh großartig. Also sie ist mir zum ersten Mal aufgefallen in ihrem eigentlich ersten bekannten Film, nämlich Muriels Hochzeit, die ich immer noch sensationell finde. Da hat sie noch so, da hätte sie auch, wenn es schief gelaufen wäre, auch noch in die dicke Ulknudel-Rolle fallen können. Ja? Also das kann dir als Schauspieler auch passieren, dass du plötzlich die moppelige Ulknudel bist und so Amy Schumer-mäßig dann halt durch bist, was das angeht. Aber ich glaube, sie hat sich dann ganz bewusst dafür entschieden, nämlich dann der nächste, wo ich sie wieder gesehen habe, war dann in Sixth Sense, dann in Chef und ab dann, puh, ging die Karriere ja ab wie noch was. Und man könnte eigentlich fast mal eine Toni Collette-Reihe machen. Da sind ja wirklich sensationelle Sachen dann eben dabei. Aber sie ist sie auch manchmal einfach für so ein bisschen Trash nicht zu schade, ne? Also, hast du mal diesen Krampus gesehen? Ja, ist ein bisschen was her, aber habe ich gesehen, ja. Okay, und wie ist der? Er ist ein Genre-Horrorfilm, sagen wir mal so. Es ist ein Genre-Horrorfilm. Okay. Ja. Also, man kann ihn gucken, aber er ist auch nicht die leichteste Kost. Also, es ist ein ganz, ganz typischer Genre-Horrorfilm, wie ich ihn bezeichnen würde. Er würde nicht im Mainstream laufen. Okay, und ja, eben, dann wie gesagt, ihr könnt dann noch Wanderlust schauen auf Netflix, da ist ja auch noch dabei, auch eine ganz gute Kurz-Miniserie und Terras Welten soll wohl auch gut sein mit ihr, United States of Terror, wo sie auch, glaube ich, eine persönlichtsgestörte Mutter, genau, sie leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung und spielt ganz, 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 ganz viele Rollen in dieser Serie, wurde sie auch für prämiert. Okay. Ja, also wie gesagt, Toni Collette geht an der Stelle eigentlich immer. Ja, also von mir aus daher kann man gucken. Wir haben euch natürlich, wenn ihr diesen Cast gehört habt, durchaus ein bisschen aufs Ende schon gespoilert, aber ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht so, dass man danach eben wie jetzt bei einem Shyamalaya-Lama-Film dann da ist und denkt so, what? Ja, sondern ganz ehrlich, man sieht die Nummer schon relativ, also wenn man Erfahrung im Genre hat, sieht man die Nummer schon ziemlich früh kommen. Ja. Und ab dann verliert er leider ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir uns noch den Shang-Li anschauen? Gerne, gerne. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Und dann lass uns doch mal in Shang-Li reinschauen. Und ganz ehrlich, da musst du mir jetzt, glaube ich, eine Menge zu erzählen, weil bis heute Morgen hatte ich den überhaupt nicht auf dem Schirm. Gucken wir mal rein. Thank you.
Okay, das war jetzt ja irgendwie so alles, ne? Mulan, Marvel, ja. Kill Bill, okay. Ich meine, wir sind jetzt voll damit in der vierten Phase des MCUs angekommen. Und natürlich müssen irgendwann auch ein paar neue Leute dazukommen, nicht nur noch die alten. Und Shang-Chi ist eins, was eher, ich würde mal fast behaupten, einer der abstrakteren Charaktere, Second-Tier-Charaktere ist, die wir hierzulande nicht so kennen. War ja auch mit Iron Man damals so, der war ja auch eher zweite Reihe. Ist aber dritte Liga, also. Ich glaube noch nicht mal. Sagen wir mal so, mir sagt der auch nicht so viel. Es ist aber, was dieses Projekt ein bisschen besonders macht, es ist der erste asiatische Superheld im MCU. Und hinter dem ganzen Team, und da muss man denen jetzt auch wirklich sagen, da gehen die wirklich auf voll drauf ein, sind auch nur asiatische Filmemacher hinter dem Skript, hinter der Regie und so. Da machen sie wie bei Black Panther, die nehmen die Leute aus der Kultur, um mit dem Thema auch ordentlich umzugehen. Weil eins der Sachen, die darin verarbeitet wird, du erinnerst dich an Iron Man 3, den Mandarin. Da kommt jetzt, du hast im Trailer auch den echten Mandarin gesehen. In Iron Man 3 war ja Mandarin und die zehn Ringe eine Terrororganisation. Und dann in einem Kurzfilm zu Iron Man 3 mit Ben Kingsley kam dann raus, dass es dann doch irgendwie einen richtigen Mandarin gibt. Und da haben sich ganz viele Fans früher damals darüber beschwert, dass sie den Mandarin in Iron Man 3 so zerhauen haben oder so eine Witzfigur rausgemacht haben. Das Problem bei dieser Comicfigur, das ist doch, es sind vor allen Dingen in der Zeit, in der er entstanden war, sind da sehr, sehr viele rassistische Untertöne mit drin. Sehr, sehr viele Klischees und rassistische Elemente mit drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Das ist alles, was ich immer mal wieder dazu gelesen habe, dass er echt kompliziert ist, den auf die Leinwand zu bringen. Aber der ist wohl scheinbar der Vater hier von dem Shang-Chi. Ich kann dir ehrlich gesagt von dem Plot nichts sagen. Außer dem Trailer weiß ich nicht viel mehr als du. Außer dem, dass der Mandarin da mit drin ist und dass es um Superhelden geht und dass es der erste asiatische Superheld ist, bin ich quasi so ähnlich ahnungslos, wie wir damals alle auch ahnungslos waren bei Guardians of the Galaxy. Okay, also ich bin gespannt. Ne? Ich lese gerade nur, Michelle Yeoh ist auch mit dabei. Ja, solange Michaela nicht dabei ist, soll es mir recht sein. Aber also ganz ehrlich, ich bin gespannt. Ganz ehrlich, ich bin insofern gespannt, als dass halt das eigentlich 0,0 mein Genre ist. Ja? Mhm. Bin gespannt, wie sie so diese Eastern-Western-Brücke irgendwie hinkriegen. Das, was ich jetzt so gesehen habe, so Mulan-Style und schon wieder über durch die Luft schweben und bla bla bla, das ist halt einfach nicht mein Ding. Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach nicht mein Ding. Kann damit nichts anfangen, es holt mich jedes Mal raus. Aber okay, vielleicht wird es, sage ich jetzt mal, wenn sie wirklich das so durchziehen, um den asiatischen Markt eher so zu pleasen, was man ja machen kann, wird es vielleicht der erste MCU-Film, den ich einfach so wegsnacke und dann bleibt er halt einfach der Vollständigkeit halber so ungefähr dann da drin. Ja? Gut. Also ich meine, vom Visuellen sind wir ja schon ganz nah an dem dran, was wir vom MCU so kennen. Und ich glaube schon, dass sie es hinbekommen werden, auch asiatisches Kino für westliche Mäuler hinzubekommen. Ich weiß das genauso, so Hidden Tiger, Crouching Dragon oder wie die heißt mit den ganzen Filmen, kann ich auch nie ganz sowas. Ich probiere das immer wieder. An Seilen schwebenden Leute und so, das ist mir, da bin ich nicht ganz hinter. Das sehe ich lieber im Anime als im Realfilm, so ungefähr. Ja, genau. Und beziehungsweise, im Grunde genommen machen die auch nichts anderes als Jedi-Ritter, ja? Also warum stört es mich da nicht, ja? Trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich habe es jetzt so oft probiert, ich werde damit einfach nicht warm, was soll ich machen? Ja, Es ist die Stilistik, genau. Dann ist es einfach auch so, dann teilweise, wenn die halt dann auch nichts sonderlich Markantes im Gesicht haben,
kann ich die auch nicht auseinanderhalten, ja, ganz ehrlich, weil die Schauspieler mir halt nichts sagen. Ich kenne die nicht, die können ja in Hongkong ein Riesenstar sein. Ich kenne die halt einfach nicht, ja. Also habe ich das Gesicht von er oder sie nicht schon 100.000 Mal gesehen, dann haben sie meistens noch irgendwie einen Helm auf und gucken grimmig. Ich kann die halt einfach nicht auseinanderhalten, ja. Und was jetzt hier der Limmick schreibt, so mit den alten 70er-Jahre Hongkong-Kung-Fu-Film, Jackie Chan, Bruce Lee, da konntest du mich mit jagen. Es gibt nix, also ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber dreimal im Weißen Rössel zum Wolfgangsee an. Ich kann diesem ganzen Kram nichts abgewinnen. Null. Das Einzige, was ich mal angefangen habe zu schauen, aber auch nur, weil wir Mark Dacascos mal getroffen hatten, war halt Crying Freeman. Ja? That's it. Ja, ansonsten, es ist einfach nicht mein Genre. Ich habe hier nochmal diese The Raid, das war noch ganz okay. Und ich habe natürlich auch mal Oldboy gesehen. Also man kann nicht sagen, dass ich es mit dem asiatischen Film nicht tausendmal schon probiert habe. Ich würde auch gerne diese The Kingdom, diese Zombie-Serie aus Korea, die im Mittelalter spielt, mögen. Aber Storytelling ist einfach diese Art von Storytelling, da werde ich nicht mehr mit warm. Ja, es ist einfach, das entspricht nicht ganz den Sehgewohnheiten, die wir hier eher amerikanisch geprägt haben. Ich bin teilweise bei dir. Wie gesagt, ich hatte es gerade schon gemeint, so Hidden Tiger, Crouching Dragon, sowas, wo es ganz over the top ist, bin ich auch nie reingekommen. Einer der Filme, die mich aber ganz überzeugt haben und den ich nach langen Jahren eigentlich nochmal sehen müsste, Hero, fand ich ziemlich geil. Mhm. Und dann sowas wie Ong Bak. Ong Bak war natürlich auch der Hammer, weil es alles ohne Fäden und wirklich nur so Gekämpfe war. Aber es ist schon, ich glaube, das Beste zu sagen ist, es entspricht nicht unseren westlichen Sehgewohnheiten. Ich meine, das ist völlig wertfrei, ne? Ich sage ja nicht, dass das scheiße ist, gar nicht. Es ist einfach nur, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann auch mit Bollywood-Filmen nichts anfangen, ja? Ich auch nicht, ja? Ich sage ja auch nicht, dass der Inder jetzt Derek gut finden muss, ja? Also von daher, oder ein Tatort oder so, ja? Also übrigens, erinnerst du dich dran, dass ich ganz oft bemängelt habe über die deutsche Schauspielerei? Da habe ich letztens ein interessantes YouTube-Video gesehen von einem, ich sag mal, deutschen Klein- und Nebendarsteller aktuell, vielleicht wird er mal groß in Hollywood, der nämlich genau das mal adressiert hat, warum es in Deutschland halt im Grunde, und es ist so, wie ich es mir schon dachte, es kommt halt alles vom Theater. Ja. Das Deutsche lebt von der klaren Aussprache und Dinge müssen benannt werden, ja. Der machte das an so zwei ganz netten Beispielen fest, also dass du halt im Deutschen wirklich Gefühle aussprichst. Warum redest du nicht mehr mit mir? Wir haben doch gestern noch so ein gutes Gespräch geführt, ja. Wohingegen, und so sind deutsche Drehbücher halt geschrieben, ja. Wohingegen gerade die amerikanischen Drehbücher halt eher so, das muss ich halt mit meinem Acting, mit meinem Schauspiel rüberbringen, dass jetzt irgendwas nicht stimmt und dann sind die Dialoge halt viel realistischer. Und ich glaube, das ist es so, weshalb diese auf international gemachten Serien in Deutschland, ich nenne es immer diese Tatort-Ästhetik und diesen Tatort-Charme haben, weil sie nämlich bei den Dialogschreiben immer noch diese Tatort-Dialoge schreiben und die Lindenstraßen-Dialoge schreiben. Da kann der Rest halt noch so mit Farbfiltern versehen sein, dass es dann international daherkommt. Der Dialog ist halt immer noch, aber Marvin, gestern waren wir doch noch gute Freunde. Ja, aber heute möchte ich nicht mehr mit dir befreundet sein. Weißt du, so, ja, das wird halt alles ausgesprochen. Aber was willst du machen? Wenn du dein ganzes Autorenleben fürs deutsche TV und deutsche Kino schreibst, kannst du nicht einfach mal switchen und für eine amerikanisierte Version schreiben? Nein, das ist eine Ausbildungssache. Das muss halt schon anders beigebracht werden. Genau. Ja. Das ist einfach, ich meine, in Deutschland sind sie ja teilweise, übernehmen dieses Prinzip des Writers Room und machen nicht mehr nur, dass ein Autor da dran sitzt und ein paar gute Sachen findet man ja dadurch, aber ich stimme dir vollkommen zu und auch dieses Problem mit dem Theater habe ich auch lange, lange und deshalb, ich kann mir auch deutsche Sachen wirklich leider sehr, sehr selten, sehr, sehr selten anschauen. Ich habe ein paar deutsche Lieblingsfilme, aber lange nicht alle.
Ja, es stimmt, Lemmex, sie haben einen großen Sprung gemacht, aber trotzdem, Dialoge sind einfach immer noch ein massives Problem. Und was dann halt auch ein massives Problem ist, dass der Deutsche sich seiner Dialekte schämt. Also entweder du machst halt eine bayerische Serie oder keine Ahnung was, die läuft dann halt im Dritten, ja, und die ist dann explizit mit zwei Münchner Polizisten oder Landeiern oder keine Ahnung was, ja. Oder du hast halt deine Hafenkante und keine Ahnung was. Also du hast dieses Regionale, dann ist es aber auch explizit regional. Aber mal eine Serie zu haben, wie zum Beispiel Game of Thrones, wo du einfach Schotten, Iren, Waliser, Cockney, bla bla bla, die einfach eine Vielfalt in der Welt darstellen sollen, das hast du bei uns nicht. Weil sobald das wie dann Dark zum Beispiel oder Tribes of Europa oder so irgendwas, ja, oder halt der Tatort. Ich meine, ganz ehrlich, der Tatort, ich gucke Tatort so gut wie nie, aber es gibt ja einen mit der Lena Odenthal in Ludwigshafen, ja. Und wenn ich mal so durchseppe, dann bleibe ich ab und zu. Im Tatort haben immer nur die lokalen Nebenrollen sprechen Dialekt. Also der Kioskbesitzer, der Zeuge ist, der darf dann mal was im Dialekt sagen, ja. Aber ansonsten nie. Außer es ist halt ein explizit. Und das heißt, du hast halt immer diese. Da musst du wieder Untertitel mit reinbringen. Bitte? Da musst du wieder Untertitel mit reinbringen. Das macht man nämlich. Wenn der Dialekt nicht gut zu verstehen ist, dann bringen die Deutschen immer ihre Untertitel mit rein. Mhm. Aber ja, bin ich auch bei dir. Die guten Sachen, sowas wie ein Bang, Boom, Bang. Ja. Das ist Ruhrpott-Akzent, das ist überall in den ganzen Film mit drin. Das funktioniert für mich. Diese, was nicht passt, wird passend gemacht und so, das sind Filme, die ich mir gerne anschaue, aber weil die auch viel näher am Leben in den Dialogen dran sind als alles andere. Ja, genau. Gut, ja. Ich würde mal sagen, wir haben schon wieder fast 90 Minuten heute durchgequatscht. Es war schön, mal wieder über Filme zu sprechen. Ich hoffe, wir können es bald mehr machen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren, ihr wisst das ja, und als gute Tat natürlich auch dann entsprechend mal ein paar Bewertungen dalassen bei iTunes oder bei Podcast Addict. Also wenn ihr diese App benutzt, dann könnt ihr das auch machen. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare an info@nerdizismus.de oder als WhatsApp an die 015259647709. Und an der Stelle wollte ich dann doch nochmal ein paar neue Bewertungen, die wir bei iTunes jetzt für Nerdizismus bekommen haben. Es kamen auch ein paar rein für die Hero Nerds, die machen wir dann nächste Woche. Nämlich, da schreibt der Big Wo: Wow, euch gibt schon so lange, was habe ich nur all die Jahre gemacht? Vielen Dank für die 5 Sterne. Ja. Oder der Jamsam88: Ich höre euch schon länger, habe mit Dead Nerds Talking angefangen. Wollt ihr nicht mal einen Games Nerdcast machen? Das würde noch fehlen. Ja, also erstmal die Kollegen rund um Gordon und im Videogamecast machen das schon ziemlich gut. Ganz ehrlich, in einer Qualität und einer Tiefe, die wir nicht bringen können, weil die beschäftigen sich unglaublich gut mit Games. Also ich höre einfach den Videogames-Cast. Das ist, wir können es nicht besser machen und wir waren auch schon ein paar Mal zu Gast und die bei uns. Also von daher, ich will es nicht ausschließen, dass wir ab und zu mal was über Games machen, aber die Kollegen machen das so perfekt. Dem hätten wir nichts hinzuzufügen. Und also an dieser Stelle auch nochmal danke für eure Bewertungen. Und nächste Woche Montag sind wir wieder hier mit der Besprechung der letzten beiden Folgen von The Falcon and the Winter Soldier. Da bin ich mal sehr gespannt. Dann steht natürlich an hier extra für dich, Lemek, ja, die Besprechung von For All Mankind. Ja, das werden wir dann auch die Tage machen. Ob wir das als Stream machen oder eine Folge, müssen wir mal schauen. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht mehr. So gucken, wie das zeitlich hinkriegt. Ich gucke mal eben auf Twitter, wie der aktuelle Stand der Umfrage ist. Ich hatte euch ja darauf hingewiesen, dass wir auf Twitter gerade mal fragen, ob wir eigentlich mal wieder quizzen sollen. Schaue ich mal eben drauf, wie denn so der Stand ist. Okay, 64% von euch wollen, dass wir mal wieder quizzen. 12% ist es egal und 24% sagen lieber podcasten. Also sagen wir mal, die Mehrheit sieht im Moment mal ganz gut aus. Also von daher würde ich mal sagen, machen wir mal auch mal wieder ein Quiz am Montag. All das bekommt ihr auf
nerdizismus.de beziehungsweise auf unseren sozialen Medien mit. Und ich habe schon vorhin gesagt, nerdizismus.de/Discord. So, yeah. Dankeschön. Kannst dich wieder hinlegen. Ihr könnt weitermachen bei dem, was ihr den ganzen Tag schon gemacht habt, wenn ihr euch uns gehört habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es jort und dann bis nächsten Montag. Ciao. Tschö. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.